Hey, wie ihr seht, habe ich es auch noch geschafft. Hier sind sie, die News to go, heute am Freitag, den 11. Januar 2013. Gleich geht es hier um eine relativ kuriose Präsidentschaftswahl in Tschechien. Wenn es euch interessiert, könnt ihr hier draufklicken oder dranbleiben. Außerdem sprechen wir gleich über das Wort Wichsen in Kinderbüchern. Interessantes Thema. Und es geht um die Zahl des Tages, die sich mit Peer Steinbrück, dem Kanzlerkandidaten der SPD, befasst. Los geht's in Tschechien, und in Tschechien findet heute und morgen etwas statt, das es seit 1989 nicht mehr gegeben hat. In Tschechien können die Bürger ihren Präsidenten wählen. Der Präsident in Tschechien hat ungefähr so viel zu sagen wie der Präsident in Deutschland, also fast gar nichts. Aber ist egal, trotzdem ist es natürlich eine repräsentative Funktion, die nach außen hin sehr wichtig ist, und deswegen gibt es auch viele Menschen, die den Präsidenten total toll finden. Bei dieser Präsidentschaftswahl sind Kandidaten im Rennen der Regierungspartei und der großen Oppositionsparteien, aber erstaunlicherweise haben, oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, haben die so gut wie keine Chance, denn die Menschen in Tschechien sind sehr, sehr unzufrieden mit ihrer Regierung und mit der Politik im Allgemeinen und sagen, die wollen wir nicht, wir wollen lieber einen von den anderen Kandidaten. In Deutschland unvorstellbar eigentlich, denn da einigen sich die Parteien ja schon mehr oder weniger im Vorfeld darauf, welchen Präsidenten sie ins Amt hieven, aber in Tschechien durch diese Direktwahl ist es möglich. Und einer der kuriosen Kandidaten, die da zur Wahl stehen, es gibt zwei Kandidaten, die früher mal Premier waren, die also die Politik kennen, aber einer dieser Leute, das ist er hier, das ist Wladimír Franz. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat sich hier nicht angemalt im Gesicht, der ist tätowiert. Von oben bis unten ist er tätowiert, und das ist nicht irgendein verrückter Freak, sondern er ist Professor, also hat auch einiges im Kopf, aber ist eben anscheinend ein großer Fan von Tattoos. Und ihm werden sehr, sehr große Chancen zugerechnet, und ich finde das total kurios. Überlegt euch mal, dieser Mann hält eine Rede im Deutschen Bundestag zum Beispiel oder trifft sich mit Außenminister Westerwelle. Das sind Bilder, auf die ich mich schon mal freue, sofern er gewählt wird. Morgen Abend oder am Sonntag wissen wir dann Näheres zur Präsidentschaftswahl in Tschechien. Kriegt man hier relativ wenig von mit, aber ich fand's nett, wollte ich euch mal erzählen. Zu Freitag kann man ja auch ein bisschen buntere News machen. Die nächste Nachricht ist auch relativ bunt, aber auch das fand ich interessant. In Deutschland gibt es seit kurzem eine Debatte darüber, welche Wörter denn in Kinderbüchern stehen dürfen. Ihr kennt ja sicherlich alle den Räuber Hotzenplotz. Und wenn ihr dieses Buch mal gelesen habt, dann ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass dort das Wort Neger häufiger vorkommt. Es hat nichts damit zu tun, dass der Autor Ottfried Preußler ein Rassist ist, sondern das hat damit zu tun, dass dieses Wort Neger früher ganz normal gebräuchlich war für jemanden mit dunkler Hautfarbe. Und deswegen hat sich Ottfried Preußler auch nichts dabei gedacht, als er dieses Wort in das Buch geschrieben hat. Aber heute ist es eben nicht mehr so unbedenklich, und Neger ist nicht das einzige schlimme Wort in den Kinderbüchern von Ottfried Preußler, die im Thienemann Verlag erscheinen, sondern es ist dort unter anderem auch von Wichsen die Rede. Wichsen bezieht sich aber in dem Fall auf das Schuheputzen. Wichsen war früher ein ganz normaler Begriff für die Schuhe sauber machen, und wenn man gesagt hat, ich habe jetzt mein Kind ordentlich durchgewichst, dann bedeutete das, dass man ihm eine Tracht Prügel versetzt hat. Und in diesem Kontext macht das Wort natürlich Sinn, aber im heutigen Kontext nicht mehr so wirklich. Und deswegen hat sich der Thienemann Verlag jetzt dazu entschlossen, diese Wörter zu ersetzen und sie mit zeitgemäßen Wörtern auszutauschen. Ottfried Preußler, der Autor, der noch lebt, hat sich lange Zeit dagegen gewehrt, aber jetzt sagt er, na gut, man muss halt mit der Zeit gehen, und deswegen ist das in Ordnung. Ich vermute mal, dass es dabei nicht bleiben wird. Es gibt auch noch einige andere Kinderbuchklassiker, in denen heute böse Wörter stehen, und ich glaube, das ist nur der Anfang. Und deswegen mal die Frage an euch, also wo ist euch denn in eurer Kindheit oder auch heute Rassismus begegnet, der eigentlich gar nicht so gemeint ist, weil er noch von früher kommt? Also mir fällt da zum Beispiel spontan ein, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Haben wir immer gespielt in der Schule, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Das ist ja schon sehr rassistisch. Oder klar, Mohrenköpfe, Negerküsse, sieht man jetzt auch noch auf mancher Kirmes, ist natürlich auch nicht so wirklich politisch korrekt. So müsste man wahrscheinlich sagen, Schaumküsse mit Migrationshintergrund oder so. Oder man sagt einfach nur Schokoküsse. Naja, also ist eine Frage, die natürlich auch ein bisschen humoristisch gemeint ist. Aber würde mich mal interessieren, ob euch da noch ein paar Beispiele mehr einfallen. Jetzt kommt die Zahl des Tages, und die Zahl des Tages ist die 36. Nur noch 36% der Menschen in Deutschland finden Peer Steinbrück gut. Das hat jetzt eine neue Umfrage ergeben. Peer Steinbrück, für alle, die nicht wissen, wer das ist, das ist ein Politiker, der mal Finanzminister war und der, wenn die SPD an die Macht kommt, Kanzler wird in Deutschland nach der Bundestagswahl im Herbst.
Per Steinbrück ist gestartet mit sehr, sehr guten Zahlen. 59% fanden ihn im Oktober noch gut, als er als Kanzlerkandidat gekürt wurde. Und jetzt, einige Monate später, einige Skandale später, muss man ja auch sagen, ist er nur noch bei 36%. Angela Merkel übrigens fast doppelt so gut oder mehr als doppelt so gut sogar. Sie liegt bei 65%. Also wenn die Deutschen den Kanzler direkt wählen würden, dann wäre Angela Merkel zumindest nach aktuellem Stand auf jeden Fall wieder Kanzlerin. Fand ich ganz interessant. Mehr dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt. Jetzt kommt noch Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar unter dem Video von gestern. Ich wollte wissen, wie sportlich seid ihr? Oder wie sportlich würdet ihr euch bezeichnen? Also wie fit? Windperle hat geschrieben: Ich bin eigentlich so gut wie nie krank, treibe allerdings außer gelegentlichem Joggen und Tanzen keinen Sport. Womit man tanzen ist doch Sport. Meine Ernährung ist theoretisch echt gesund, da in meiner Familie fast alle Vegetarier sind. Allerdings gleiche ich das mit ziemlich viel Süßem wieder aus. Ja, vielen Dank. Süßes ist natürlich nicht so gesund. Ob man als Vegetarier wirklich so gesund lebt? Oh, alle Vegetarier werden mich jetzt wahrscheinlich in diesem Moment hassen. Das werden wir demnächst klären. Ich habe nämlich ein kleines Videoprojekt vor in Bezug auf Veganer und Vegetarier. Nichts Schlimmes. Aber es hat mit einem Faktencheck zu tun. Da könnt ihr schon mal gespannt sein und mich jetzt schon mal hassen, wenn ihr wollt. Morgen gibt es ein Video zur DDR. Das lade ich im Laufe des Mittags hoch und würde mich freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Nächste Woche dann, das kann ich übrigens jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich nicht so regelmäßig News to go, weil ich da sehr viel unterwegs bin, sehr viel arbeite. Aber mal gucken, wie ich es hinbekomme. Heute habe ich es ja auch geschafft. Aber nicht böse sein, wenn es nächste Woche nicht klappt. Euch jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann. Tschüss.